Willkommen zu meinem Video zum FPV-System von DJI. Ich weiß, haben wir nicht das erste Video drüber, aber vielleicht das erste Video, was in Deutsch nochmal die Perspektive beleuchtet, das DJI-System wirklich als FPV-System zu benutzen, von Leuten, die sonst eben halt auch analoges FPV fliegen. Ich habe jetzt hier die Brille am Start und ich habe die Air-Unit auf meinem Quad. Ich werde trotzdem ganz normal meine Taranis mit Crossfire benutzen und werde auch trotzdem eine GoPro auf dem Kopter haben. Werde also das DJI-System wirklich nur als Bildübertragung benutzen. So wie man eben halt sonst auch analoge Bildübertragung hat, versucht damit weder HD aufzunehmen noch irgendwie deren Fernbedienung zu benutzen. Ist alles nicht mein Ding. Mich interessiert wirklich der reine FPV-Aspekt von dem System. Und ja, das habe ich mal so ein bisschen für euch beleuchtet. Ihr seht schon, ich habe die Brille so ein bisschen modifiziert. Ich habe auf jeden Fall einen Akku dran oben. Das sind einfach drei 18650er Zellen, die ich hier direkt in die Brille stöpsel. Vom Hersteller vorgesehen ist, dass man über ein langes Kabel das Ganze dann über einen Akku in der Tasche betreibt. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich komme da mit dem Kabel dauernd mit der Funke in die Quere. Deswegen habe ich das alles head-mounted. Ich habe auch schon einen Essex-Strap dran, wie ihr seht. Der Strap, der mit der Brille kommt, der ist so ein dreiphasiger, der auch über den Kopf geht. Das Ding sieht aus wie aus dem Sanitätshaus, als wenn das irgendwelche Stützstrümpfe wären. Ist auch überhaupt gar nicht meine Welt. Also ich habe das so umgebaut, wie man auch eine normale Brille haben würde. Und zur Brille muss ich sagen, das kann ich euch natürlich schlecht zeigen, aber die Brille ist wirklich einfach richtig geil. Das Bild da drin ist Hammer. Man hat einen riesen Field of View. Die Qualität der Screens ist einzigartig. Also so eine gute FPV-Brille habe ich noch nie aufgehabt. Natürlich gibt es auch Probleme. Unter anderem ist das so, dass man hier an der Seite einen echt fetten Light Leak hat. Momentan behelfe ich mir da ganz einfach, indem ich einfach mit Hoodie fliege. Da sieht man gar nichts mehr. Dann ist komplett dunkel. Es gibt auch so 3D gedruckte Keile, die man da reinmachen kann. Auch dann ist es komplett weg. Ich habe die schon gedruckt. Allerdings habe ich das Problem, dass ich das falsche Klebeband benutzt habe. Irgendwie muss man das mit doppelseitigem Klebeband machen. Ich dachte, ich war schlau und nehme so Teppichband, weil das muss auch dünn sein. Das hat aber auch weder auf dem TPU noch auf der Brille vernünftig gehalten. Also man kann da was tun. Ehrlich gesagt ist es aber auch gar nicht so das Problem, weil der Screen so groß und hell ist. Das ist ungefähr so, als wenn ihr, also das Light Leak in der Brille, das ist ungefähr so, als wenn ihr vor eurem riesigen 65 Zoll Fernseher zu Hause ein kleines Teelicht daneben stellt. Das stört auch nicht. Also das ist wirklich zu vernachlässigen. Das Handling von der Brille, die Größe und so, das ist alles richtig cool. Was jeder sagt, der die Brille das erste Mal in echt sieht, sagt, oh Gott, die ist ja gar nicht so groß. Nee, die ist gar nicht so groß. Ich weiß nicht, warum übers Internet der Eindruck entsteht, das wäre so eine riesen Brille. Also das ist auf keinen Fall so ein Schuhkarton wie so eine richtige Brotkastenbrille aus dem FPV-Bereich. Ja, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe einen Apex gebaut, einen Apex HD Full Case Setup. Da ist ein KISS V2 drin, ein KISS ESC drin, also so wie ich den normalerweise auch betreiben würde, und habe hinten die Air-Unit drin. Momentan alles noch mit Stock-Antennen und ich teste das auch alles momentan mit Stock-Antennen. Und dazu kann ich gleich sagen, das ist so, als wenn man ein Analog-System mit solchen, ja, Rubber-Duck-Antennen da, mit diesen Stock-Antennen, die es früher gab, ausprobiert. Das würde auch kein Mensch machen, jeder würde sich vernünftige Antennen bestellen. Habe ich gemacht. Die sind leider noch nicht da. Ich glaube aber trotzdem, dass ich das System schon ganz gut einschätzen kann. Deswegen mache ich das Video jetzt schon. Und es gibt auch gleich vorneweg den Hinweis, alles was ihr in dem Video seht, ist im 700 Milliwatt Modus aufgenommen worden. Also die DVRs. Ich zeige euch immer DVRs aus der Brille. Ich zeige euch nie das Video aus der Air-Unit, weil, wie ich schon gesagt habe, ich benutze das Ding nicht als GoPro-Ersatz. Ich liebe GoPro, ich liebe es, wie GoPros aussehen. Das ist für mich überhaupt gar kein Argument, da irgendwie einen GoPro-Ersatz zu finden. Aber ich habe natürlich ein Interesse, wie sieht man DVR in der Brille aus. Deswegen zeige ich euch, wenn ich euch DVR-Aufnahmen zeige, immer die Aufnahme aus der Brille.
Und natürlich die GoPro-Aufnahme. Und was habe ich gemacht? Ich bin einfach mal an so ein paar Spots geflogen, an denen ich auch analog fliegen würde, einfach um mal den Vergleich zu machen. Zu der 700 Milliwatt Geschichte muss ich sagen, das ist nicht so ganz einfach. Man muss das freischalten. Ich verlinke euch da ein Video unten in der Description, wo genau drin steht, wie man das macht. Das möchte ich jetzt nicht einfach nochmal in ein Video packen. Das hat der Martin super gemacht. Link unten in der Description, da wird das erklärt. Ja, und was habe ich festgestellt beim Abfliegen meiner FPV-Spots? Ihr seht schon, leider, es ist Herbst geworden, es ist trübe, es ist bedeckt, es ist nass überall, in den Bäumen steckt so ein bisschen Wasser drin, was natürlich nicht gerade zuträglich ist. Und das hier ist auch schon das Kryptonit des DJI-Systems. Das ist tatsächlich das, was es am schlechtesten macht. Es kann ganz schlecht Bäume und Blätter, da taugt es überhaupt nicht. Man sieht da oft nur eine grüne matschige Wand, selbst mit den Top-Antennen, selbst mit 700 Milliwatt. Wenn das, selbst mit 700 Milliwatt sind Bäume und gerade so herbstliche Bäume, das ist wirklich das Kryptonit des Systems. Das zwingt es total in die Knie, das sieht man auch, also habe ich bei Facebook schon oft gelesen und ich bin extra hierher, um das mal auszuprobieren und es stimmt, also manchmal erkennt man da nicht mal, ob da zwei Bäume stehen oder einfach ein riesiger grüner Knäuel. Ich zeige euch das jetzt auf jeden Fall im DVR und nehme euch mal eine Runde mit hier auf diesem Parkplatz. So, nachdem wir an einem Spot gewesen sind, wo DJI Schwierigkeiten hat, wo es nicht optimal ist, wo ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass analog da einen Vorteil hat. Auf jeden Fall habt ihr da keinen Vorteil mit DJI. Ich hätte fast gesagt,
da zwischen den Bäumen ist es egal, ob ihr mit analog oder digital, ob ihr mit analog oder digital fliegt. Einzig und allein die Brille ist vielleicht ein bisschen netter, weil das Bild da drin größer und klarer ist. Ja, jetzt hier ein Spot, wo ich sagen muss, hier hat DJI klare Vorteile. Auch wirklich messbar. Also ich kann zum Beispiel um dieses Haus hier mit meinem Analogsystem nicht rumfliegen, ohne dass es komplett auf der anderen Seite vom Haus ganz schön übel wird. Mit DJI, da bricht nicht mal die Bitrate ein oder die Latenzzeit. Es bleibt auf 25 Mbit und 22 Millisekunden Latenz, selbst wenn ich auf der komplett anderen Seite des Gebäudes bin. Das ist schon mega cool, weil ich dann da eine ganz klare Sicht habe, die ich auch mit Analog da hinten im Dunkeln nicht so hatte. Also ich kann hier komplett easy um das ganze Ding rumfliegen, in dem ganzen Bereich hier wunderbar, kann alles 100% klar erkennen. Ein riesen Vorteil natürlich auch, so runterhängende Kabel von so einem Kran oder sowas, das seht ihr alles glasklar. Lass uns hier mal eine Runde drehen. Zum Schluss noch ein kleiner Test, wo das DJI-System, obwohl es Bäume sind, ein paar Vorteile bietet. Hier in diesen hohen Bäumen habe ich mit Analog immer echte Schwierigkeiten gehabt, zu erkennen, wie hoch ist das Kraut unten auf dem Boden zwischen den Bäumen. Und da hat das DJI-System ganz klare Vorteile. Da kann ich, wenn ich digital fliege, wirklich haargenau erkennen, sind da kleine Ästchen oder kann ich da einfach durchtauchen. Guckt euch auch das gerne nochmal an.
So, ich kann natürlich keine Empfehlung geben, ob das DJI FPV-System jetzt etwas für euch ist, ob ihr das euch kaufen sollt oder nicht. Ich denke, das muss jeder für sich selber entscheiden. Wenn ihr Racer seid und mit anderen fliegt, wenn ihr krasse Freestyler seid und wirklich die besten Videos in den unmöglichsten Spots jederzeit produzieren wollt, müsst ihr vielleicht auch lieber bei analog bleiben. Wenn ihr eher so der Freizeitflieger seid, vielleicht einmal die Woche zum Fliegen kommt und dann die bestmögliche Erfahrung haben wollt und schön das Fliegen genießen wollt, ja, schön was sehen wollt, dann ist bestimmt das DJI-System für euch genau das Richtige. Vor allen Dingen, wenn ihr auch damit leben könnt, dass das für manche Spots nicht so geeignet ist. Also wenn ihr sagt, okay, ich muss nicht unbedingt in so einem voll bewachsenen Blütenwald fliegen, kein Problem. Wenn ihr euch auf solche Sachen einstellen könnt, ich glaube, dann kann man mit dem DJI-System gut leben. Auch so in der jetzigen Variante schon. Ich glaube, auf jeden Fall richtig spannend wird es, wo es mit den digitalen Systemen hingeht. Das Fetchark-System ist ehrlich gesagt aus meiner Sicht nicht so, dass ich mir das jetzt momentan angucken möchte, weil ich glaube, da fehlt einfach der Wow-Faktor im tatsächlich übertragenen Bild. Und das DJI-System, da wird es, glaube ich, sehr interessante Entwicklungen geben. Ich habe schon davon gehört, dass es eine ganz kleine Air-Unit geben soll, die nicht aufnehmen kann, sondern wirklich nur für den FPV-Sendefunktion zur Verfügung stehen soll und somit auch noch ein bisschen kleiner und leichter ist. Das persönlich finde ich natürlich dann super interessant, weil genauso nutze ich das System ja. Ja, schreibt uns auf jeden Fall in die Kommentare, was haltet ihr von digitalem FPV? Absoluter Top oder mega Flop? Und bleibt auf jeden Fall dran. Im nächsten Video gucke ich mir an, ob man mit der DJI-Brille auch analog fliegen kann. Da gibt es ja einige Möglichkeiten. Ich spreche die alle durch und zeige euch auf jeden Fall die Möglichkeit, die ich am besten finde. Und ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.